Ja, meine lieben Freunde, der Sound ist wieder geil, ne? Ja, der Sound vom Mikro. Ja, ist mal wieder toppi, tippitoppi, wie man so schön sagt. Ich habe immer noch Nackenschmerzen übrigens, aber das interessiert jetzt erstmal nicht. Als ich diese Anzeige gesehen habe im Nettoblättchen, war ich erstmal völlig von den Socken und habe gedacht, wie kann das sein? Dass ein Kilo Fleisch 2,22 € kostet. Ja, jetzt bin ich natürlich Koch, ihr wisst ja Bescheid, ich koche wahnsinnig gerne. Ich habe das zwar mal gelernt, aber nie als Koch gearbeitet. Doch einmal habe ich eine Hochzeit gemacht von der Ricarda. Hallo Ricarda, falls du das siehst. Wie kann das sein? Ich meine, gut, das Paket kostet 80 €. Und ich hätte mich gerne mal mit dem Nettoeinkäufer unterhalten, was er sich dabei gedacht hat. Ob wirklich jemand, man kann es nur bestellen. Es steht also nicht im Laden, man muss es bestellen und dann abholen. Jetzt kostet das ganze Paket 80 €. Du kriegst doch nicht nur die Hälfte des Paketes, du musst das ganze Paket kaufen. Also du musst das ganze Paket für 80 € kaufen. Da fragt man sich, welcher normale sterbliche Bürger, der im Discounter einkaufen geht, im Netto, kauft sich ein 80 Kilo Fleischpaket, was er danach selbst zerlegen muss. Hat ja nicht jeder einen Metzger zur Hand wie ich? Ich hätte einen Metzger zur Hand. Zur Not könnte ich es auch selber machen. Aber was hat sich der Einkäufer dabei gedacht? Allein jetzt mal vom Paket her, ja? Ein 40 Kilo Schweinepaket, aufgeteilt in die vier Sachen, die man da sieht. Du musst es ja auch noch zerlegen. Wobei der Preis echt der Hammer ist, ja. Der Preis ist natürlich der. Das ist. Aber zum Preis komme ich gleich. Aber du musst das ja auch noch zerlegen. Das heißt, du brauchst auch noch jemanden, der dir das irgendwie fachgerecht zuschneidet. Und dann ist es so, das ist natürlich verdammt viel Haut dabei. Was willst du denn mit der Haut machen? Also mit der Schwarte, ne? Und natürlich verdammt viel Knochen. Wobei ich jetzt ja nicht weiß, wie viel da jetzt Knochen ist und wie viel da jetzt Magerfleischanteil 55%. Das heißt, das andere ist Schwarte, Fett und Knochen. Du hast also einen Fleischanteil von 50%. Dann hebt sich der Preis schon auf 4 € oder auf 5 €. Auf das, was man jetzt als Normalsterblicher verwerten kann. Natürlich kann ich auch den Fettanteil verwerten. Ja, aber die meisten schneiden es ja weg. Aber die große Frage ist ja, wie kommt man auf diesen Preis? Wie kommt man auf diesen Preis? Da gibt es mehrere Dinge. Ich habe natürlich recherchiert und gefragt, was im Schlachthof denn kostet, wenn ich 3000 Schweine bringe. Und hier in Crailsheim waren die auch bei, hups, so, bei über 1 €. Ich weiß nicht mehr so genau. Für eine Hausschlachtung würden sie dafür jetzt 50 Cent verlangen. Also wenn ich jetzt mit einem Schwein ankomme und sage, ich hätte das gern so zerlegt, würde das Kilo 50 Cent kosten. Jetzt kommen die natürlich industriell an und da geht es hoch auf 1,19 € bis 1,23 €. Also das Kilo Schweinefleisch kostet im Moment, wenn es der Bauer dahin gibt, 1,19 € bis 1,23 €. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, was der Bauer in so ein Schwein stecken muss. Das ist Handelsklasse E. Das heißt, das sind Schweine, habe ich jetzt Hähnchen gesagt? Ja, habe ich Hähnchen gesagt, ne? Boah. Das sind Schweine bis 100 Kilo. Da muss der Bauer in etwa, wenn ich das jetzt richtig recherchiert, doch, ich habe das richtig recherchiert, ich weiß das. Wo habe ich denn das? Pass mal auf, ja. Geh mal nach da oben. Irgendwo habe ich das. Da. Ich glaube, das war bei 1 €. Also für Handelsklasse. Die erste Handelsklasse ist, glaube ich, D oder A. Mann, ich hab's doch gerade noch gehabt. Das ist jetzt ein bisschen ätzend, weil ich hab's doch gerade noch gehabt. So, jetzt passt mal auf. Das kann ja nicht sein. Hier, Schweinepreise. So, Handelsklasse S heißt die. Das sind die großen bis 120 Kilo. Da geht der Preis von 1,20 bis 1,28. Über Handelsklasse E von 1,18 bis 1,23. Der Bauer muss das Vieh aber hochziehen. Ja, und zahlt da schon 1,20 für. Das bedeutet, der Bauer steckt pro Kilo zwischen 1,10 und 1,20 in das Schwein, was der Schlachthof dann bezahlt mit 1,18. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, rufst du mal bei Netto an.
oder schreibst netto eine E-Mail. Habe ich gemacht, netto eine E-Mail geschrieben. 3 Tage später hatte ich auch die Antwort. Und die Antwort dachte ich mir so aber auch schon. Im Moment haben wir einen Schweineüberhang. Und zwar 750.000 Schweine, die noch nicht verkauft sind. Der Bauer muss die also weiter durchfüttern oder notgedrungen zum Spottpreis verkaufen, dass er wenigstens auf seine Kosten kommt. Netto zahlt 10 Cent mehr, die zahlen also nicht 1,19, die zahlen 1,29. Wenn der Bauer jetzt, sagen wir mal, 1,15 pro Kilo in das Schwein reingesteckt hat, hat er wenigstens einen kleinen Gewinn und seine Kosten raus. Es ist natürlich nicht befriedigend, das dürfte jedem klar sein. Aber wer sich über dieses Angebot hier aufregt, sollte sich auch vorher erkundigen und recherchieren, so wie man das eben macht. Achso, ja. Also, Netto hat mir auch noch geschrieben, ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Die werden ab Juli auf die Haltungsform 2 wechseln. Da habe ich jetzt aber auch keine Lust, das zu recherchieren. Denn mir ging es hier nur um den Preis. Und weil mir ich E-Mail geschickt bekommen habe, ich soll doch darauf reagieren. Und die Fakten sind dann folgende. Das ist eine Grobzerteilung. Die kostet sowieso nicht so viel, als wenn man im Schlachthof alles gleich zerlegt. In Schnitzel, in Oberschale, in Nacken. Das ist eine Grobzerteilung. Die ist sowieso schon günstiger. Ja, die ist sowieso schon günstiger. Und der Bauer ist froh, dass er seine Schweine los ist. Ja, er kommt zwar nicht auf den Gewinn, auf den er sonst kommen würde bei dem Preis, aber Netto sagt sich, wir geben 10 Cent überm Schlachtpreis. Und das finde ich dann schon mal korrekt. Ja, und wer es natürlich braucht, morgen gibt es erst am Samstag. Ihr müsst vorbestellen. Ich weiß aber nicht, ob ihr das jetzt noch morgen kriegt. Ja, morgen gibt es das als Angebot. Und wer sich das zutraut, 40 Kilo Fleisch zu zerlegen, viel Spaß. Was soll ich dazu sagen? Viel Spaß. Ich hätte wahrscheinlich Spaß, weil ich habe einen Metzger im Freundeskreis. Der könnte mir zeigen, wie das geht. Aber ich habe keine 80 Euro. Und ich habe auch keine Gefriertruhe, wo ich das alles einfrieren könnte. Ja? Also, ey, schönes Wochenende. Ja? Bleibt mir gewogen. Nächste Woche geht's weiter. Es kommt gleich noch ein kleineres Video. Gleich noch. Nee, mache ich morgen? Ja, schiebe ich morgen rein. Und tschüss.